Okay, heute zeige ich euch mal den TRX4 mit der neuen Karosserie von Broline, also den Jeep Rubicon. Schaut mal. Ja, passt eigentlich ganz gut. Das Schwierige war, dass man, Moment, ich nehme das mal ab. Also, dass man hier die Trittbretter, kann man sehen, ne? Die mussten wir halt, naja, so 1 cm ungefähr höher machen, damit das mit der Karosserie passt. Und hier hinten den Halter für die Stoßstange haben wir umgebaut, also abgeschliffen und umgedreht, damit die Stoßstange weiter da reinkommt. Naja, ansonsten Magnethalter, damit das Ganze leicht dran und abzumachen ist. Klack. Und das Ganze hier mit schönen 2,2er RC4WD Stahlfelgen. Ja, letzten Geländeeinsatz noch ein Baumstamm drin. Naja, ihr kennt den Kern ja vielleicht. Mein roter Defender steht normalerweise auf dem Fahrgestell. Jetzt haben wir halt den Rubicon mal da drauf. Wir haben den ein bisschen tiefer gelegt. Das heißt also die Stoßdämpfer weiter hoch gemacht. So, dass es gerade noch so passt. Vielleicht müssen wir die Spur noch mal wieder hier unten an den Links ein bisschen kürzer machen, damit das ein bisschen weiter nach vorne kommt. Oder halt hier noch mal ein bisschen wegschneiden, ne? Weil da ist schon arg eng. Hier vorne passt das ganz gut. Ja, ansonsten dafür, dass es eigentlich so am Anfang meiner Modellbaukarriere noch ist, denke ich, habe ich das ganz gut hingekriegt. Und jetzt machen wir noch ein paar Fahrübungen, okay?
wenn wir schon mal dabei sind, dann machen wir auch ein kleines Filmchen über unseren Rallye Defender. Hier nochmal die Fahrgestelle zum Anschauen, der Rallye Defender, der neue Rubicon, also die Karosserie, und das hier ist ja der erste, den ich gebaut habe. Komplettes Aluminiumgestell, also Stoßstangen vorne, hinten und ups, das ganze Fahrwerk auch komplett, also die Achsen wiegen irgendwie 550 Gramm. Das komplette Getriebe, also eigentlich alles aus Aluminium, Metall, wiegt irgendwas um die 5 Kilo. Und mit der blauen Karosserie, die ja viel scaliger ist, also mit den ganzen Draufbau. Und so weiter, wiegt das Ding über 6 Kilo. Also, ja, ich weiß nicht, ob man das irgendwie, kann man nicht erkennen. 1.9er Tiefbettfelgen mit richtig Grip drauf. Dann den 55T Motor, den ich gestern erst eingebaut habe. Und ich denke, man sieht es bei dem Video, wo es da irgendwo bergab geht, dass das Teil jetzt auch richtig stehen bleibt, trotz hohem Gewichts. Hier das Ding wiegt, ich weiß es nicht, vielleicht 3 Kilo komplett. Hat auch Aluminiumstoßstangen vorne und hinten. Dann hier, klar, umgebaut, damit der Rubicon drauf passt. Der Defender ist ja schon eine Ecke länger. Nur die Aufnahmen hier für die Stoßdämpfer sind aus Aluminium. Die Rockslider aus Stahl. Dann größere Stoßdämpfer, also ist ungefähr 1 cm höher als das originale Teil. Und schauen wir nochmal unten. Da haben wir hier in der Mitte diese 76 oder 78 Gramm Gewichte. Normalerweise habe ich hier auf den Achsen auch nochmal so 35 Gramm, glaube ich. Macht die Spur aber zu breit für die Rubicon-Karosse, das sieht scheiße aus. Dann die, was man das irgendwie erkennen kann. Also man sieht hier so eine kleine Lücke, ja, an den Längslenkern, und hier in der Mitte ist ein Loch, das heißt, man kann an denen drehen und kann die Spur verstellen. Das heißt, je höher, also beziehungsweise je länger der Stoßdämpfer wird und die Achse, Moment, also die Achse, wenn der Stoßdämpfer hier länger wird und die Achse kommt weiter nach unten, und dann wird der Weg hier, also von den, kann man sehen, die Längslenker hier, das wird kürzer, das heißt, die Achse wandert nach hinten, und dann muss man das halt verlängern, damit, wenn der höher kommt, das wieder da steht, wo es sein muss. Okay, cool. Also, dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Servus, Peter.